hallo, hier ist wieder der Rainer Streetz und ich habe heute ein ganz interessantes Thema, das nennt sich Challenge Marketing. Schon mal gehört? Challenge? Challenge zu Deutsch Herausforderung. Wie kann man aus einer Herausforderung Marketing machen? Ganz einfach, in Zeiten des Internet ist genau das alles möglich. So, wie kann man jetzt Challenge Marketing für sich selber nutzen? Oder eine Challenge überhaupt? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das fängt mit so ganz, ganz simplen Dingen an, wie zum Beispiel, wenn ich unsportlich bin, dass ich ein bisschen anfange, Sport zu machen. Da fordere ich mich selber heraus. Da setze ich mir ein Ziel und sage, okay, in 20, 21, 29, 30 Tagen möchte ich, anstatt nach 30 Minuten nach Luft zu japsen, erst nach 10 Minuten nach Luft japsen, auf gut Deutsch. Ja, also das ist eine Challenge, da habe ich an mich selber eine Herausforderung gestellt. Beim Challenge Marketing wiederum ist es so, das gilt natürlich für Menschen, die sagen, okay, ich möchte das auch wirtschaftlich nutzen. Ich möchte also etwas erreichen. Und Challenge Marketing kann ich nicht nur mit mir alleine machen. Gerade im Zeitalter des viralen Marketings, des Internets, ja, da sind solche Herausforderungen doch gang und gäbe. Die meisten von euch haben sicherlich schon mal von der Ice Bucket Challenge gehört. Ja, da gab es so Verrückte, die haben sich so einen Eiskübel über den Kopf geschüttet, ja, und mussten dann keine Spende zahlen. Und andere, die das geschickt bekommen haben, das ist das Virale, das heißt, man versende das an seine Freunde, die haben dann gesagt, nö, ich spende lieber, ich möchte kein Eis über dem Kopf haben. Und so hat diese Spendenfirma, ich will jetzt keine Namen nennen, keine Schleichreklame machen oder irgendetwas, ja, die haben ein paar Millionen Dollar an Spenden kassiert. So simpel ist das. Das ist das virale Zeitalter. Und exakt ganz genauso kann man natürlich Challenges, das heißt Herausforderungen machen, wenn man zum Beispiel in einem Network-Marketing-Unternehmen ist. Man kann das machen mit seiner Gruppe, wenn man eine Gruppe hat, wenn man eine Organisation hat. Und wie gesagt, man kann natürlich auch immer, wenn man startet, mit sich selbst eine Challenge machen. Ja? Dass man einfach 21 Tage, 90 Tage, das sind so Daten, die immer interessant sind, etwas Bestimmtes immer und immer und immer wieder macht. Und ich schwöre es euch, nach 21 Tagen hat man bereits Gewohnheiten geändert. Nach 90 Tagen ist man in einem Sachgebiet schon einigermaßen gut. Ich würde sogar sagen, wenn man es täglich macht, sehr gut. Deswegen macht Challenge Marketing. Stellt euch diese Herausforderungen doch einfach mal selbst. Und fangt einfach an, Ideen zu entwickeln, wie ihr selbst Challenge Marketing für euch selbst, mit euch selbst und natürlich mit anderen machen könnt. Ciao, euer Rainer Streetz. Bis zum nächsten Mal.